ich dieses ganze System auch ziemlich daneben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuesten Video von mir. Mein Name ist Melanie Linker, ich bin professionelle Schauspielerin und Schauspieldozentin und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und zwar möchte ich heute über das Thema Dreherfahrung sprechen. Bekomme ich nur eine Agentur, wenn ich gewisse Dreherfahrungen vorweisen kann? Das erzähle ich euch jetzt. So, einige Leute haben mich gefragt, komme ich denn überhaupt in eine Agentur rein, wenn ich keine Dreherfahrung habe oder ich habe mich schon bei Agenturen beworben und die wollen immer Dreherfahrungen haben. Natürlich ist es ein Teufelskreis und ich finde diese Einstellung selber nicht gerade toll, denn wenn man gerade Einsteiger ist, man hat vielleicht diverse Workshops gemacht, hat vielleicht auch eine Ausbildung, aber hat noch keine Dreherfahrung und dann nimmt eine Agentur einen noch nicht auf, weil man keine Dreherfahrung vorweisen kann. Das hatte ich zum Beispiel am Anfang auch, dass ich dieses Problem hatte, dass ich mich beworben hatte und das dann immer zurückkam. Ja, sie haben ja viel zu wenig Dreherfahrung und dies und das. Und da habe ich mir gedacht, wie soll ich denn bitteschön Dreherfahrung kriegen, wenn alle so denken wie diese Leute und ich dann deswegen keinen Job bekomme? Es ist doch so ein mega Teufelskreis. Ich möchte etwas machen, habe meine Ausbildung gemacht, möchte etwas aus mir machen und kann auch mein Handwerk. So, jetzt nimmt mich aber keiner, weil ich keine Dreherfahrung habe. Und wie kann ich denn eine Dreherfahrung bekommen, wenn mich dann keiner nimmt, weil ich keine Dreherfahrung habe? Es ist ein mega Teufelskreis. Deswegen kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, bildet euch trotzdem weiter, bleibt nicht stehen und gebt nicht auf, gerade wenn es euer Traum ist, wenn es euer innigster Wunsch ist, wenn ihr nichts anderes machen möchtet, dann macht auf jeden Fall weiter. Schaut auf gewissen Casting-Plattformen, dass ihr guckt, dass ihr Studentenprojekte, Kurzfilme macht, kleinere Sachen. Dadurch bekommt ihr auch gewisse Dreherfahrung und dadurch könnt ihr eure Vita füllen. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr es ja wieder versuchen. Sowas braucht natürlich Zeit. Aber dadurch bekommt ihr die gewisse Erfahrung. Wenn ihr gutes Demomaterial habt, Fotos und wenn eure Vita vielleicht nicht mega gefüllt ist, das ist gar nicht so schlimm. Ihr bekommt trotzdem gewisse Studentenprojekte und die Studentenprojekte sind meistens auch wirklich sehr, sehr gut. Die verstehen nämlich ihr Handwerk, was sie da gerade tun, gerade wenn es Abschlussarbeiten oder sowas sind. Also es ist wirklich eine Erfahrung auch wert. Und wenn ihr dadurch eure Erfahrung und euren Horizont erweitert habt, dann könnt ihr euch wieder versuchen zu bewerben. Dann steigen eure Chancen natürlich. Also im Endeffekt finde ich dieses ganze System auch ziemlich daneben. Denn wie soll ich Dreherfahrung bekommen, wenn ich nicht die Chance bekomme, Dreherfahrungen zu sammeln? Das ist wirklich so ein Teufelskreis und der geht immer wieder rum, rum, rum. Und ihr müsst im Endeffekt gucken, dass ihr einen Ausweg davon findet. Das sind halt diese Studentenprojekte, Kurzfilmprojekte und kleinere Projekte und immer neues, aktuelles Demomaterial. Und wenn ihr euch dann bewerbt und euer Demoband haut die Agenturen von den Hockern, dann könnt ihr es auch schaffen, auch mit kleinerer Erfahrung. Deswegen gebt nicht auf und arbeitet stetig an eurem Material. Erneuert es immer. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt es trotzdem schaffen. Ihr müsst nur an euch glauben und weiterarbeiten. So, das war's aber jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen näher bringen, wie es so vonstatten geht und dass ich euch damit auch helfen konnte. Lasst doch mal ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video jetzt gefallen hat. Hinterlasst doch mal ein Abo, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn neue Videos von mir erscheinen. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!